Okay, du hörst gleich Demystifying Networks Card vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von P-Priority und Loi. Wir haben hier ein bisschen technische Probleme, das heißt, wir haben hier einen Delay von sehr vielen Sekunden, weil unsere Audio in der Kabine nicht läuft. Deshalb entschuldigen wir uns dafür. Wir versuchen hier irgendwie mit dem Smartphone selber das Audio zu streamen, aber wir versuchen, dass wir das so hinbekommen. Ich interessiere mich nur über die niedrigen Schichten. Aber das ist nicht meine Forschung. Ich möchte einfach nur die individuellen Pakete anschauen. Zum Beispiel eine IP-Adresse oder ein Port, um den Fluss von.
When I say problem, I'm always talking about performance because I'm mostly about performance. So if you look at performance, a few figures to get started is, well, how many packets can you fit over your usual 10G link? That's around 15 million. But 10G, that's last year's news. This year we have multiple 100G connections even to this location here. So 100G link can handle... Du kannst ein ganzes Katzenvideo dem Kernel geben und der Kernel macht dann alles von Paketierung zu TCP. Aber wir wollen das als Anwendung machen, die auch im schlimmsten Fall von ganz vielen kleinen Paketen das richtig macht. Da hat man nämlich dann sehr viel Overhead und das kommt halt pro Paket und nicht pro Byte. Also viele kleine Pakete sind ein Problem für dieses Interface. Also wenn ich sage ein Problem, dann meine ich Performance, weil mir geht es halt einfach um Performance. Also hier ein paar Zahlen, damit ihr das einordnen könnt. Das sind, wie viele Pakete über einen 10 Gigabit Link gehen, das sind etwa 15 Megapakete. Aber 10 Gigabit, das ist ja so 2016, heute haben wir schon 100 Gigabit Verbindungen. Also das heißt etwa bis so grob 150 Millionen Pakete pro Sekunde. Und wie lange gibt uns das? Wenn man eine CPU hat, die zum Beispiel 3 Gigahertz Taktrate hat, dann heißt das, man hat etwa 200 Zyklen pro Paket, wenn wir einen 10 Gigabit Link behandeln wollen. Also dann hat man ja natürlich noch welche, die schneller sind und dann hat man noch mehrere. Also das Performance-Ziel wäre etwa so 5 bis 10 Millionen Pakete pro CPU-Core für einfaches Forwarding. Also einfach, um es zu erhalten und weiterzuleiten. Und viele weiteren Zyklen will man halt für die Anwendung verwenden können. Also die CPU sollte da nicht viel Zeit verschwenden mit Forwarding. Also die Zahlen entsprechen dann etwa 300 bis 600 Zyklen bei einer 3 GHz CPU. Also wie teuer ist es, vom Kernel in den User Space zu kommen? Mein Stream ist ausgefallen. Sehr, sehr lang für ein Paket. Also ein paar Performance-Messungen, wenn man Single-Core-Packet-Forwarding macht, dann kann man vielleicht 300.000 Pakete pro Sekunde erreichen. Oder man kann vielleicht 1 Million pro Sekunde, kann Faktor von 2 mit ein bisschen Tuning rauskommen. Aber ja, das scheint nicht zu funktionieren. Also die Grenze ist das Problem. Das heißt, wir bewegen jetzt einfach die Anwendung in den Kernel. Wir schreiben es in ein Kernel-Modul. Und das ist so eine ziemlich blöde Idee, denkt man, dass das ist, aber es ist nicht sehr ungewöhnlich, weil es ein gewisser Webserver bei Microsoft gibt, die als Kernel-Module geschrieben sind. Der letzte Linux-Kernel hat das auch mit TLS und es gibt halt einen schnellen In-Kernel-Cache. Das ist also nicht ganz ungewöhnlich. Aber es kommt mit sehr vielen Nachteilen. Es ist sehr unhandlich zu entwickeln und die meisten User-Tools funktionieren nicht. Man muss natürlich C als Programmiersprache benutzen und die Anwendung wird natürlich den Kernel abstürzen, was natürlich ziemlich schlecht ist. Also man braucht diese S-Scale-Data-Struktur, die braucht man überall im Kernel und die ist halt riesengroß. Also da braucht man halt 400 Zyklen, um das nochmal zu bearbeiten. Mit einem Core-Forwarding bei OpenVSwitch schafft man 2 Millionen Pakete pro Sekunde. Also etwa 200 Zyklen pro Paket, weil der Overhead, der dazukommt vom Kernel, ist halt nochmal 1000. Dann kommt man eben auf 2 Millionen Pakete pro Sekunde. Also schneller als normales User-Space-Zeug, aber immer noch zu langsam. Also wir wollen ja schneller sein als das. Also im Moment, die heißen Gebiete sind XDP, das fixt einige dieser Probleme, aber aus Zeitgründen kann ich das jetzt hier nicht behandeln. Also lassen wir XDP mal außen vor. Also das Problem war, dass unsere Anwendung, also muss man durch den Kernel Space und das geht halt nicht. Also könnte man stattdessen einfach alles im User Space machen. Also ja, das geht. Da gibt es Bibliotheken, die heißen User Space Packet Processing. Also man hat dann eine Library, gegen die man linkt und ein Teil davon ist im Kernel und die machen dann Shared Map Memory.
Und dieses Shared Memory benutzt die Anwendung, um direkt mit dem Driver zu kommunizieren. Das ist viel schneller. Das Betriebssystem hier ist nicht verbunden mit irgendwas. Also das Betriebssystem weiß normalerweise nicht mal, dass die Netzwerkkarte da ist. Das macht dann halt auch Probleme, aber ja, so. Beispiele für das sind NetMap, PFRing, Setzi und noch eine dritte. Also die Probleme hier sind, es gibt keine Standard-API, man kann das nicht, Anwendung nicht einfach porten, man braucht ein Custom-Kernel-Module, dann braucht es Patches für die Netzwerktreiber, ist mühsam zu maintainen und die brauchen halt exklusiven Zugriff auf die Netzwerkkarte und ja, für eine einzelne Anwendung jeweils. Und man verliert halt die üblichen Features, die einem der Kernel bietet, das kann mühsam sein. Dann gibt es üblicherweise keine Hardware-Offload-Features der Netzwerkkarte, weil da der Kernel helfen muss. Und ja, wenn die Anwendung direkt mit der Karte spricht, dann braucht die Anwendung in der Regel spezifische Anpassungen. Für eine Hardware-übliche Anwendung kann da nur halt ein oder zwei, also da ist man sehr eingeschränkt. Also können wir das Ganze noch radikaler machen, weil man ja diese ganzen Probleme haben. Also ja, das geht. Man kann den Kernel komplett loswerden und alles in eine einzelne Anwendung reinpacken. Das heißt, der Treiber greift direkt auf die Netzwerkkarte drauf, braucht halt das Memory komplett im User Space und man muss die Adapter nur auf die richtige Art initialisieren und dann sieht das hier so aus. Man verschiebt den Treiber in den User Space, im Kernel läuft da nichts mehr. Das ist super schnell und das kann man auch brauchen, um obskure Hardware-Features zu implementieren. Also ich bin nicht der Erste, der das macht. Da gibt es schon zwei große Frameworks, die das machen. Also DPDK, das ist ziemlich groß, ist ein Linux Foundation Project und hat von praktisch allen NIC-Vendors Unterstützung. Also die machen da SDKs dafür. Das zweite ist Snap, das ist sehr spannend, weil die schreiben die Treiber nicht in C, sondern in Lua, der Scripting-Sprache. Also es ist interessant, einen Treiber zu sehen, der so einer Scripting-Sprache geschrieben ist. Also welche Probleme haben wir gelöst und was ist neu? Also das Problem ist, wir haben immer noch keine Standard-API, man braucht immer noch exklusiven Zugriff auf die NIC, weil der Treiber halt im User-Space läuft. Also da gibt es ein bisschen Hardware-Tricks, um das zu lösen, aber grundsätzlich geht das nicht. Dann, man hat grundsätzlich mal Unterstützung für alle NIC-Models, die es da gibt. Also bei DPDK ist das nicht so ein Problem, weil eben halt alle Hersteller das unterstützen. Bei Interrupts gibt es Probleme, aber stellt sich raus, wenn man halt hohe Performance will, dann ist das eh nicht etwas, das man brauchen will, weil Interrupts haben halt viel Performance Overhead. Also das ist, wenn man halt Energie sparen will und tiefe Last hat, aber das ist ja hier in unserem Anwendungsfall egal. Und natürlich, es fehlen die üblichen Kernel-Features. Also da fragen wir uns mal, was tut dann der Kernel für uns eigentlich? Also, weil der Kernel hat halt viele ausgereifte Treiber. Sie haben schöne Protokollimplementationen, die funktionieren. Also zum Beispiel der Kernel-TCP-Stack ist halt, funktioniert in der echten Welt super. Also da gibt es viel Schönes, das man eigentlich haben möchte. Also, ja, und was gibt es außer den zwei? Ja, da gibt es noch einiges mehr. Also, das werfen wir halt aber alles weg, weil das spielt im Wesentlichen keine Rolle für uns. Für so Port-Forwarding und Firewall-Anwendungen. Das sind halt eher so High-Level-Features. Aber es sind halt immer noch viele Features, die wegfallen. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen TCP-Stack bauen will auf diesen User-Space-Frameworks, dann ist es sehr schwer und gibt Probleme. Also gut, wir haben viele Features verloren, aber das ist uns ja egal. Uns geht es um Performance. Also wir wollten höchstens 300 bis 600 Zyklen pro Paket. Also wie lange geht es dann etwa zum Beispiel bei DPDK? Es geht etwa 100 Zyklen, um durch den ganzen Stack durchzukommen. Also um es zu empfangen, um es zu verarbeiten, also nein, nicht zu empfangen, sondern an die Anwendung weiterzuleiten und dann wieder zurück. Und die anderen Frameworks sind etwa in der gleichen Größenordnung, aber DPDK ist etwas schneller üblicherweise. Also super schnell.
ja, in dein Real-World-Szenario, also zum Beispiel mit OpenVSwitch und DPDK, da kann man das kompilieren mit einem DPDK-Backend, dann linkt es gegen DPDK und benutzt die Netzwerkkarte direkt im User-Space und dann ist man irgendwie 6 oder 7 Mal schneller. Also das heißt, ja, auf einem einzelnen CPU-Core schafft man hier dann die 13 Megapakete. Also vor allem im Vergleich zum Kernel oder Sockets ist das Zero Copy, aber das ist ein doofer Begriff, weil der Kernel kopiert ja Pakete auch nicht. Also es ist sowieso nie kopieren und die Pakete sind langsamer. Aber es ist einfach sehr effizient, eine große Anzahl Pakete zu übersetzen. Und ja. Also im Gegensatz zu anderen File Systems oder sonst Memory Management braucht es 50 Zyklen. Okay, jetzt wissen wir, dass es diese Frameworks gibt und so weiter. Die nächste offensichtliche Frage ist, können wir unsere eigenen Treiber bauen? Aber warum? Ja, natürlich erstmal zum Spaß und dann natürlich, warum das so funktioniert, wie diese Treiber funktionieren und wie diese ganzen Frameworks funktionieren. Ich habe gesehen in meiner akademischen Arbeit, dass viele diese Frameworks benutzen, weil sie halt einfach und schnell sind. Und es gibt halt die Möglichkeit, Sachen zu benutzen, das vorher nicht so ging. Also das benutzt sie halt als Blackbox, das sie halt nimmt und es schneller macht. Nun, die sind halt mit sehr vielen Zeilen von Code. Das ist eine Datei mit ungefähr 3000 Zeilen Code und die machen da sehr viel Magie, um eben das schneller zu machen und das will einfach niemand lesen. Und die Frage ist jetzt, wie schwer ist es, das einfach selber zu machen? Das hat sich herausgestellt, das war ganz, ganz einfach, das war ein Wochenendprojekt. Ich habe den Treiber XGBI gekauft, das sind sehr wenig Code und für Xeon Cards und das ist ein Framework mit ein paar Beispiel-Applications. Und es sind ein paar Tage, um das zu debuggen und die Performance zu tweaken. Aber ich habe diesen Treiber auf dem Intel iXGBE-Familie gebaut. Das ist eine Familie von Netzwerkkarten. Die kennt man vielleicht, wenn man einen Server hat, der das hat. Weil alle Server, die 10 Gigabit Karten haben, die haben diese Karten. Und es gibt auch viele Onboard-Chips und Mainboards. Und das nette Ding an den Karten ist, dass es gibt einen öffentlichen. Und das nächste ist, dass es keine Logik dahinter steckt. Viele neuere Netzwerkkarten, die verstecken sehr viel Funktionalität hinter der Firmware und der Treiber. Sie kommunizieren einfach nur mit der Firmware und das ist halt sehr langweilig. Und in dieser Familie hat man, das ist nicht so und das ist sehr nett. So, wie kann man einen Treiber dafür bauen? Es gibt 4 sehr einfache Schritte. Als erstes nehmen wir den Treiber, der gerade geladen ist, den entfernen wir einfach. Zweitens machen wir Memory Map, das PCI-Adresse. Das gibt uns die Möglichkeit, das PCI-Express-Device anzusprechen. Und dann verwendet man für MDA. Und das ist etwas komplizierter als die ersten paar Schritte. Zuerst muss man herausfinden, ob die Netzwerkkarte zugewiesen ist, eine Adresse auf dem PCI-Bus. Also das findet man mit LSPCI raus. Dann schaut man nach. Dann verschiebt man den Kernel-Treiber. Also man sagt dem Kernel, entferne diese spezifische ID. Und der Kernel weiß jetzt nicht mehr, dass das eine Netzwerkkarte ist, weiß nichts mehr darüber. Dann nehmen wir unsere Anwendung, also hier in C zum Beispiel, wir öffnen dieses magische File hier, in SysFS. Das ist einfach ein einfaches Nmap schlussendlich. Also es ist ein spezieller Speicherbereich, halt aus dem PCI Address Configuration Space. Das ist, wo die ganzen Register sind. Ich zeige euch gleich, was das bedeutet. Also wenn man ins Datenblatt geht, dann sieht man hier hunderte von Seiten mit Tabellen wie diese hier.
Das sind die Register, die auf der Karte liegen, was für ein Offset die haben, eine detaillierte Beschreibung und dann halt Code, der so aussieht. Also das ist zum Beispiel der LED-Controller. Und das heißt, diese Register sind alle 32 Bits. Dann gibt es hier ein Offset, da gibt es zum Beispiel LED Zero Blink. Dann hier, so wird also eine der LEDs zum Blinken gebracht in diesem magischen Speicherbereich. Also die ganzen Lese- und Schreibzugriffe gehen direkt über den PCI-Express-Bus und dann macht die Karte damit, was sie damit machen will. Das ist nicht tatsächlich ein Register, sondern das schickt halt einfach einen Befehl an die Karte und das ist einfach das ein Standard-Interface, wie man halt sowas macht. Also bei Microcontrollern funktioniert ja das auch so, das ist ganz üblich. Und das diese Speicherbereiche werden auch nicht gecached, also jeder Schreibzugriff geht halt direkt auf den PCI-Express-Bus. Und also es kann halt sein, dass es viele Zyklen braucht, bis das dann effektiv ausgeführt wird, also hunderte von Zyklen. Also wie handelt man jetzt Packets? Also man hat Zugriff auf diesen Speicherbereich, wir können den Treiber schreiben, aber wie kriegen wir jetzt Pakete? Also man könnte eine Netzwerkkarte schreiben, die das über die Memory Mapped I.O. Region macht, aber das ist ziemlich mühsam und eine andere Art, wie man mit PCI-Express-Geräten kommunizieren kann, ist über DMA. Und für dieses Input-Output-Zeug ist das von der Netzwerkkarte initialisiert. Also die Adresse, die Netzwerkkarte kann auf beliebige Speicheradressen schreiben, wenn das eingerichtet ist. Das nennt man Rings, das sind Queue-Interfaces. Man hat in der Regel mehrere, weil wenn man halt mit mehreren CPU-Cores bearbeiten will, dann braucht man halt pro CPU eine Queue. Und die Netzwerkkarte richtet dann halt mehrere Queues ein. Also in der Regel könnte man zum Beispiel einen Hash über Header vom Paket machen, um das einer Queue zuzuweisen. Also es ist nicht spezifisch für Netzwerkkarten. Viele PCI-Express-Geräte haben Queues. Also zum Beispiel NVMe, PCI-Express-Flash-Speicher. Ja, also schauen wir mal diese Queues an bei der iXGBE-Familie. Aber viele funktionieren sehr ähnlich. Also vor allem funktionieren sie so. Diese Rings sind mit Circular Buffers gefüllt mit DMA-Deskriptoren. Diese sind 16 Bytes lang, 8 Bytes ist eine Location in Memory und 8 Bytes Metadaten. Also zum Beispiel, ja, da hole ich was ab oder das hatte ein VLAN-Tag von so und so, also so diese Sorte von Informationen. Und wir müssen jetzt diese virtuellen Adressen in physische Adressen übersetzen, weil natürlich das PCI-Express-Gerät braucht physische Adressen. Da kann man im PROCFS nachschauen, im PageMap-File. Dann als nächstes haben wir jetzt diese Queue von DMA-Deskriptoren. Die werden halt über DMA dann effektiv ausgelesen. Und das funktioniert halt so, wie ein Ringpuffer funktioniert. Also es gibt einen Head- und Tail-Pointer und das sind Register. Also es sieht dann etwas so aus, man hat diese Beschreibung, der Descriptor Ring und irgendwo anders hat man dann diese Pakete. Und etwas, das man beachten muss, wenn man das allokiert, es gibt einen kleinen Trick, den man machen muss, weil der beschreibte Descriptor muss in einem speziellen Memory sein und wenn man einfach annimmt, dass alles, was zusammenhängt ist, dass es auch in der Hardware ist, dann also es ist nicht wirklich, aber wenn man dann einen Bug hat, dann stirbt dein Dateisystem ab. Das ist natürlich nicht so gut. Was ich mache ist, wir machen 2 Megabyte Seiten und das ist genug, damit man da keine komischen Lücken dazwischen hat. Also jetzt haben wir die Pakete, jetzt müssen wir diesen Ring einrichten. Die müssen also gewisse Sachen einstellen und wir füllen den Ring mit Pointern, um noch zu frischen Speicher, das noch leer ist. Und jetzt setzen wir den Head-and-Tail-Pointer, dass die Schlange voll ist. Also nicht voll, aber was das Netzwerk-Interface tut, ist, dass
Also schreibt an die Register angeschriebene Adresse und dann im DMA Descriptor schreibt es dann auch ein, wenn es fertig ist. Dieser Schritt ist wichtig, weil wenn man den Headpointer wieder reinliest, wäre das viel zu langsam. Also stattdessen prüfen wir einfach das Status Flag. Das wird halt vom Cache optimiert, also das ist dann immer ein Cache, dann kann man das schnell auslesen. Der nächste Schritt ist periodisch das Status Flag auszulesen. Das ist, wo Interrupts möglicherweise nützlich sein könnten. Also Leute haben manchmal das Gefühl, dass der Interrupt manchmalerweise das Paket enthält. Das ist nicht so. Der Interrupt sagt nur, es gibt da irgendwo ein Paket und man müsste trotzdem das Interrupt, das Status Flag auslesen. Also wir haben jetzt den Interrupt, wir verarbeiten das Status Flag. Man könnte jetzt das alte Paket recyceln oder ein neues allocaten. Dann passen wir den Tailpointer an, damit die Netzwerkkarte weiß, dass wir fertig sind mit dem Paket. Dann, also wir können halt den Ringpuffer nicht irgendwie 100% ausnutzen, weil wir können das nur alle etwa 100 Pakete updaten oder so. Also was jetzt? Na, jetzt haben wir einen Driver, der Pakete empfangen kann. Also was ist das Nächste? Ich lasse jetzt hier viele langweilige Details aus, da gibt es viel Initialisierungscode, da muss man einfach halt dem Datenblatt folgen, da steht dann halt, mach dies, mach das und so weiter, da muss man es einfach alles so machen, dass es dann funktioniert. Also wie schreibt man jetzt so einen Treiber? Ein paar Ideen, die ich noch machen will. Also das eine ist, Performance anzuschauen, also wie können wir das schneller machen als der Kernel? Dann ein paar Offloading-Features der Hardware, also zum Beispiel von IPsec. Also da gibt es halt Hardware-Unterstützung von gewissen Karten, aber von den ILTA-Treibern hat das niemand implementiert. Dann noch Security-Features. Also gibt es halt gewisse Security-Implikationen von das Ganze im User-Space zu haben. Und ich frage mich, wie wir die IOMMU haben können. Also wir können da zum Beispiel halt die Privileges fallen lassen, die wir nicht brauchen. Dann könnten wir einen sicheren Treiber im User Space machen, der halt nichts Falsches machen kann. Weil es geht halt durch die IOMMU und ja. Und natürlich wollen wir Virtual Nix unterstützen und halt so andere Features vom Treiber. Also ich habe das jetzt in C geschrieben, weil das ist halt, ja, die übliche Sprache für Treiber. Also es ist eine BSD-Lizenz, ihr könnt den Code hier anschauen auf GitHub. Also habt keine Angst vor Treiber, habt keine Angst davor, Treiber selber zu schreiben. Und eben, ihr könnt die auch in irgendeiner anderen Sprache schreiben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Also bitte geht zu einem Mikrofon, wenn ihr eine Frage habt. Signal Angel, hast du vielleicht schon eine Frage? Ich sehe nichts. Niemand bei dem Mikrofon? Ah doch, hier. For some other operating systems, you might need a small stub driver that maps the stub in there. You can check out the DPDK port. Okay. Wenn ihr ja nichts von den Linux-Treibern braucht, gibt es da irgendwie sonst ein Open-Source Operating System? Ich weiß nicht viel über andere, aber das Einzige, was ich benutze, ist die Möglichkeit, das einfach zu mappen. Man braucht einfach nur einen kleinen Stümmeltreiber, der das eben macht. Und das gab es halt einfach einen Treiber, der das macht, und das war recht einfach. Ein bisschen losgelöst vom Talk, aber ich würde einfach deine Meinung zu SmartNICs hören, in Bezug auf CPU, also dass der NIC direkt die CPU polt. Ja, ich weiß, ich habe so ein paar SmartNICs in einem Labor, aber ich glaube, das ist sehr interessant, aber es ist ein sehr kompliziertes Problem, weil diese mit neuen Einschränkungen kommen und die sind auch nicht sehr, sehr schnell. Das ist interessant von der Performance, ob es das wert ist oder nicht. Aber was ich denke, ist, dass es wahrscheinlich besser ist,
das einfach nur mit mehr CPU-Power zu machen. This is still new work, and there are a few important restrictions. Like you can write your user space thing in whatever programming language you want. Like a semantic snap has a driver entirely written in Lua. Wie ist die Performance von den User Space Drivern im Vergleich zu XTP? Es ist ein bisschen schneller, aber eine interessante Sache ist über XTP, wenn man das anschaut, dann ist alles sehr neu und es gibt sehr viele wichtige Beschränkungen. Man kann natürlich User Space in beliebigen Sprache schreiben. Mit XTP muss man in EPPF schreiben. Das ist eine kleine Teilmenge von C und genau, das ist eine Beschränkung. Es gibt halt komische Beschränkungen, die man vielleicht nicht wählt, und XTP braucht gepatchte Treiber und Memory veränderte Treiber. Und es fehlen immer noch Features, wie zurückzusenden, ans Netzwerk zu senden. Eine interessante Anwendung ist, Firewall am selben Host zu machen, weil man das dann wieder an den TCP-Stack zurückgeben kann. Aber die meisten Dinge sind sehr, sehr anders und XTP ist